Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure mit dem guten Twain. Hallöchen. Yo, was geht? Wir sind in der letzten Part hier stehen geblieben in einem digitalen Dungeon, den Anschein nach. Richtig. Von der Story her. Und wir haben letzte Part Davis kennengelernt und Wemon. Ja. Und wir haben jetzt sozusagen, oh wow. Wir haben jetzt auch Davis und Magnamon im Team, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ups, Status. Warum ist Magnum? Warum? Hä? Egal. Musst du nicht auf Party gehen vielleicht? Ich war gerade auf Party. Status. Warte mal. Party? Oh, ich hab lange nicht mehr gespielt, Leute. Alles gut. Japanisches Dings. Ja, so, da. Hier. Ja, man kann aber nicht gucken. Ja, geil. Man kann nicht mehr raufgehen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, euch immer ein paar Ebenen zu zeigen, damit ihr auch seht, wie das Gameplay so mäßig ist. Das heißt, es wird nicht durchgehend gecuttet, das ist auch irgendwie lame. Wir zeigen euch immer so Das heißt, wird richtig langweilig. Ja, so langweilig. Wenn du das jetzt sagst, dann gehen die Leute schon davon aus, dass es langweilig ist. Nein, wird schon geil werden. Wir reden ja auch drüber, ne? Zeigen wir immer so zwei Ebenen, also ab dieser und die nächste noch. Und dann, denke ich mal, schneiden wir bis zum nächsten Story-Event. Ja, ne? Ja, können wir machen. Oder wir gehen halt durch, ne? Also, ja, können wir halt auch so machen. Weil... Wir wollen ja das Spiel ja auch ein bisschen... Wir wollen es jetzt nicht in Länge ziehen, so ist das nicht. Richtig. Wenn wir ganz faul wären, würden wir euch einfach alles zeigen. Dann würden wir einfach Gespräch an Gespräch cutten. Es wäre auch total... Das wäre auch total lame. Das ist, will ja auch keiner. Ja, das... Das wäre kacke, würde ich auch sagen. Wir müssen halt nur den Ausgang immer suchen. Das ist halt immer das Nervigste. Den Ausgang hier suchen. Genau. Wenigstens könnt ihr die schönen Animationen von Agumon dann sehen. Ja, und vor allen Dingen auch von dem wilden Digimon hier, sage ich mal so, ne? Weil man sieht hier... Von dieser Blume hier. Zum Beispiel, die ist voll nice. Die ist richtig nice. Kannst ja mal dran riechen. Jetzt denken die Leute so, was labern die da? Ja, wir labern halt die größte Scheiße. Da hinten. Wir sind gut gelaunt, weil wir haben gerade Super Mario Bros. 3 aufgenommen. Nice. Und ich habe richtig abgefailt. Ja. Und jetzt seht ihr aber auch das erste Magnamon, das er bei uns im Team ist. Das ist ein geiles genau, Digimon. Jetzt haben Magnamon ist übrigens eins meiner absoluten Lieblings-Digimon, weil Magnamon finde ich wirklich sehr, sehr nice. Warum nicht gleich so, Alter? Wow, Agumon. Gleich mal Enger aktiviert. Ich glaube, Magnamon kann man gar nicht einstellen, dass er angreift, ne, so. Das Auto, kann man gar nicht einstellen, dass man ihn lenken kann, oder? Du müsstest mal... Nee, ich glaube nicht. Du kannst nicht hier umschalten. Das geht nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Alter, wir haben Enger, ne? Mhm. Aber wir müssen Gaia-Force machen, weil es halt drei auf einmal sind. Ja. Mal ein bisschen Pokémon-Gameplay, würde ich sagen. Ein bisschen Digimon-Gameplay hier rein. Immer ja, ganz muss immer schon nice. Sein, ne? Ja, es wäre auch so schade, wenn wir jetzt einfach nur ein Gespräch cutten würden. Alter, der Ultra-Konter ist halt so heftig, ne? Ja. Und er darf gleich zweimal angreifen. Ja, der Magnamon ist halt krass, ne? Mhm. Der ist halt ein krasses Biest. Hat auch viel Leben, ne? Oh, das wird dann richtig geil. Das ist ja eine goldene Armor-Digitation. Ist das nicht eine Art Mega-Level? Nee, ne? Nee, ich glaube, das ist eine Art Ultra-Level, oder nicht? Ich denke mal, es kommt eher dem Ultra entgegen, weil... auch ich weiß nicht, an der zweiten Staffel kann ich mich kaum mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es halt die Armor-Digitation gab. Wow. Danke. Alter. Nice. Wow, gut gemacht. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass sie doch nicht mehr digitieren könnten. Irgendwie so war das ja. Und dann haben sie sich ja gedacht, so müssen wir unsere Digimon normal digitieren. Da hat sich ja halt Wemon zu Ex-Wemon digitiert und so weiter, ne? Mhm, genau. Ich weiß aber nicht, was stärker war eigentlich. Ich glaube... Haben sie die Armor-Eier verloren gehabt? Oder weswegen konnten sie das nicht mehr machen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist über ein Jahrzehnt her, dass ich die zweite Staffel gesehen habe. Bei mir ja auch. Deswegen war das ja auch schon... Ich muss die zweite Staffel nochmal gucken, definitiv. Ich auch. Weil ich weiß nur, dass es die erste Zeit ging halt um den Digimon-Kaiser. Genau, das weiß ich auch. Die erste Hälfte auf jeden Fall. Genau, dann ging es ja um die schwarzen Türme. Und da kam ja auch Black War-Kremon irgendwie dazu. Und Arukenimon genau, und die so schwarzen Türme, ne? Ich glaube, das war auch noch irgendwie so ein Ding. Ja, die schwarzen Türme und da musste man Arukenimon und Mamimon, ne? Und dann kam mit Malo Miotismon irgendwie sowas, ne? Irgendwie so war das, ja. Und was war... Aber Malo Miotismon war jetzt der letzte Gegner, ne?
In der zweiten Staffel? Ich glaube ja. Also ich weiß nur, dass sie am Ende von der... Also ich weiß noch, dass von Digimon der zweiten Staffel, wie das Ende war. Und dass ich damals sehr traurig war, dass es zu Ende war. Ja, ich glaube ich auch. Und ich musste fast bei jeder Staffel am Ende weinen, ne? Das ist halt echt so. Damals. Das ist voll traurig. So, Leute, wir schneiden jetzt bis zum nächsten Ort, weil ich glaube, oder hast du noch was zu der zweiten Digimon-Staffel zu reden? Ich habe nichts mehr dazu zu sagen, nein. Okay. Also mir hätte sie aber sehr gefallen. Mir auch. Gut, wir sehen uns dann bei dem nächsten Story-Event, Leute. Yo! Area 3. Oh, ich glaube, wir sind schon beim nächsten Story-Event da. Es ging relativ zügig. Geil! Zumindest können wir hier speichern. 15 Sekunden geschnitten, Alter. 15 Sekunden habe ich geschnitten. Nicht mal. Gut, ne? Ich glaube, es waren nicht mal 15 Sekunden. Ja, eben. Gut, was passiert denn hier? Bin sehr gespannt. Ich weiß schon, was hier passiert. Oh, sag mir's aber nicht. Ah, da drüben. Ich wusste gar nicht, dass Wemon da in Englisch geschrieben wird, einfach nur das V oder Mon. V-Wemon. Habe ich nicht gewusst. Dachte, wird ja, also in Deutschland wird er ja mit Doppel-E noch geschrieben, ne? Ja, eben. Wir haben endlich den Ausgang gefunden. Was? Tai! Ist das Magnamon? Ist das eine Kopie von mir? Was sollen wir tun, Tai? Ich meine, offensichtlich müssen wir ihn besiegen, richtig? Okay, ich werde dir zugucken. Ja. Hä? Du wirst nicht kämpfen? Ich kenne meine Grenzen. Ich werde nicht gegen jemanden kämpfen, der stärker ist als ich. Okay, dann lass uns losgehen, Leute. Los, ja, legen wir los. Genau. Oh, wow, Magnamon. Das Magnamon ist nice, oder? Ich finde, guck mal, das Design ist auch viel... Ich mag so goldene Rüstungen. Ist so nice eigentlich. Ja, ich weiß, Saint Seiya, ne? Ja, nicht nur Saint Seiya. Also ich mag Saint Seiya, aber ich finde Magnamon... Bei Magnamon goldene Rüstung ist schon... Weiß nicht, der wirkt halt schon echt krass. Alter, der Schaden! Ja, hab ich gemerkt. Der ist ja richtig brutal, Alter. Habe ich gerade gemerkt, aber wir sind ja nicht Ultra. Mega. Dementsprechend. Vielleicht lag's daran, hoffentlich. Hoffentlich, ne? Sonst sind wir am Arsch, Alter. Ja. Aber hier haben wir noch. Das Ding ist, wir haben ja noch genug Items. Wir machen dem nichts! Ja. Eieiei. Jetzt bereue ich, dass wir in ein paar Mal drüber geredet haben, dass wir durchziehen. Oh, Kacke. Ja. Oh ja, wir kriegen Anger. Wir müssen halt unsere Digimon besser anpassen, glaube ich. Oh ja. Das hat nichts mit Anpassen zu tun. Guck dir Magnamon an, der bekommt denselben Schaden. Der bekommt sogar mehr. Das Ding ist, wir haben Warcremon keine Verteidigungsslot gegen Dinger gegeben. Weil der hat ja auch gut Def. Also der hat wirklich richtig gut Def. Aber das Problem ist, wir haben ihm keinen Heal-Zauber gegeben. Und das müssten wir ihm unbedingt geben. Ja, Miet 14 Mal. Ja. Das heißt, vor dem nächsten Kampf müssen wir ihm unbedingt den Heal-Zauber geben. Wir müssen unbedingt umrüsten. Oh, danke. Er hat einen Heal. Der kann Giga-Heal, Alter. Ich dachte, ich hab schon richtige Sorgen gehabt. Wir brauchen einfach guten Heal-Zauber, definitiv. Ja, wir haben ja auch welche gekriegt. Bei den Warp-Digitationen haben wir welche abgestaubt. Aber die müssen wir unbedingt auch ausrüsten im nächsten Kampf. Wir müssen uns alle ausrüsten. Oh, jetzt sind wir... Oh, wir sind schon plus. Wir machen dem nichts, ne? Nee. Der Ultra-Konter macht fast mehr, als wir ihm Schaden machen. Ja, ich sehe das schon. Das ist ziemlich stark. Ich sehe schon, warum er war ja auch geboostet. Ach so, okay, Brudi. Oh ja, ja. Boostet sich natürlich gleich wieder hoch, ne? Krass. Falls wir den Kampf verlieren, ist ja nicht schlimm. Dann rüsten wir uns vorher um, ne? Ich glaube nicht, dass wir den Kampf verlieren, aber wir werden uns einige Male heilen müssen.
Ja, ich denke auch. Ja, das war ja geil, Alter. Jetzt haben wir mit dem Brave Tornado ja richtig Pech gehabt, Alter. Nur 3 Treffer. Ja, das war... Das war schlecht. Der ist wirklich heftig. Der ist halt richtig heftig. Wie wär's mal, wenn der uns halt einfach... ja, jetzt hat er uns, jetzt erhöht er auch unsere Abwehr endlich. Hm. Ah, ich muss ihn nicht heilen. Wir haben ja genug Items. Haben wir nicht irgendwas, was uns alle heilt? Special Meat? Ja, Special Meat. All. Sonst können wir ja gar nicht mehr zum Angreifen. Alter, selbst mit geboosteter Death. Guck dir den Schaden an, Alter. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Endbosse so heftig werden. Das ist schon wirklich krass, ne? Und das ist noch nicht mal... Der Last Boss soll richtig übel stark sein. Guck mal, jetzt hat es aufgetroffen. Das war nice. Ja, das war nice wieder. Dreimal eben. Was war das denn bitte? Ich hab gedacht, hä? Schade, dass wir in unseren Angriff nicht noch mehr boosten können. Hm. Alter, ist das so hätten. Das ist doch mal eine Armor-Digitation. Das ist ein Fight hier. Aber leider ist das auch so, der macht zwar jetzt richtig guten Schaden, aber der ist halt leider unfassbar tanky einfach gemacht, ne? Naja, was halt unfassbar tanky? Ich fand Piedmon jetzt wirklich am schlimmsten von allen. Ja, Piedmon war furchtbar. Sorry, Leute, Piedmon war wirklich richtig furchtbar einfach. Dagegen ist der hier ja ein Kaffeekränzchen. Mhm. Alter, Magnamon könnte mal healen, ey. Ja, dürfte er mal langsam, ne? Dürfte er mal tun. Der wird sich wieder aufpimpen. Ja, safe. Alter. Er pimpt sich nicht hoch. Ja, Brudi. Hau noch weiter drauf. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Es geht nicht anders. Greif an. Greif an. Okay. Wir werden diese eine Runde wohl noch überleben. Ja, gut, du hast auch wieder recht, ne? Doppelter Schaden sonst, ne? Ja, eben. Sollte man nicht verpassen. Danke. Oh, Giga Heal, danke. Da sind ja 2000. Der Schaden ist also wirklich hart lächerlich, Alter. Oh, jetzt boost ja. Wieder, ja. Aber er müsste sich zweimal boosten, um krass Schaden zu machen. Einmal kann angreifen, ne? Ja, denke ich auch. Ja, warte mal, du hast ihn auch gleich nochmal gebreakt, Alter. Na, wie wär's mit Heal? Magnemon kann healen. Und? Ja, aber er kann es halt nicht, ne? Davis ja. Ist halt einfach super scheiße als sein Digi-Ritter. Er sollte mal Magnemon sagen, ey, mach mal da, komm, mach mal deine Mission. Mach mal Heal, Alter. Jetzt, ja, hat er doch, guck ja, mal. Ja, geht doch. Das will man irgendwas. Warum? Also, ja, das, geht doch, Brudi! Dass man immer genau erst was so. Sagen muss, ne? Und wir kriegen halt hier, weißt du, hier in diesen Kämpfen kriegen wir Anger die ganze Zeit, ne? Wenn wir es nicht brauchen. Und in den anderen Kämpfen kriegen wir das gar, haben wir das gar nicht gekriegt. Danke für Defense Up. Ja. Magnamon ist eigentlich schon ganz gut als Support-Charakter. Der kann heilen und Angriff und Verteidigung erhöhen. Das heißt, wir sind wieder am Anfang. Das heißt, er macht wieder richtig Low-Schaden. Ja. Ich glaube, Ultra-Konter macht immer so guten Schaden, ne? Ja, anscheinend. Denk mal, das braucht man, definitiv. Ja, guck mal, Ultra-Konter und Break, das kann sogar breaken, das ist sehr gut. Das ist also, Ultra-Konter, nice, merkt ihr mal, Ultra-Konter behalten, definitiv. Das ist halt free Schaden, free Damage. Ja. War doch nicht so schwer, wie ich dachte. Aber der Kampf war. Der Kampf ist, wir müssen ist doch schon. Unbedingt noch. Wir müssen Wargreymon umrüsten. Wir bräuchten sowas wie Double Action. Genau. Supercharge und Attack Boost 5 und ein Heal Zauber ganz dringend. Ja. Und vielleicht wäre mit dem Heal Zauber auch gar nicht schlecht Infinite SP. Mhm. Na, wobei Infinite SP ist halt auch Spaß, weil wir haben so viel, dass man halt gefühlt 20 Minuten lang durchkämpfen könnte.
Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall umrüsten vor dem nächsten Part. Ja, aber ich glaube, er ist gleich down. Ja, ja, jetzt wird er besiegt. Brave Tornado und das war's. Weg mit dir! Victory! War mal interessant, das war ein Death Boost Omega. Wow. Oh, nice. Plus 50. Patamon! Nimm das, Faker. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Alles klar, weiter geht's. Warte, Tai. Ah, ah. Was ist das? Sind wir hier gefangen? Was passiert? Ich kann es nicht wirklich sagen, aber da ist vielleicht eine Tür, die nur uns durchlässt. Was? So, habt ihr irgendeine Idee für diese Leute? Sie werden hier feststecken. Nein, ich habe gedacht, ich könnte endlich auf Abenteuer mit Tai gehen. Hör zu, Davis. Es wird wahrscheinlich... Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum wir hier nicht raus können. Wenn wir beide danach schauen... Was? Soll ich ja, mach mal bitte. Helfen? Mach mal bitte. Du hast wahrscheinlich übersetzt, während du gelesen hast. Einfach schon so. Genau. Wenn wir beide danach schauen, werden wir uns an irgendeinem Punkt wieder treffen. Achso. Wird das wirklich so einfach? Achso, Wemon. Das Einzige, was wir tun können, ist glauben. Ja, da hast du recht. Ich glaube dran. Ja, also lass uns später wieder treffen. Tai, pass auf. Du auch, Davis. Selbst in der Schule war Tai immer noch im selben Alter? Was will er mir damit sagen? Habe ich es richtig übersetzt? War Tai immer noch derselbe alte Tai? Sag einfach so. Achso, the same old Tai. Achso, das. Ja, okay. Los geht's, Vimon. Ja, los geht's. Leute. Oh. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so pro Episode ein Part, ne? Crimson Knight und dann immer schnell durch, ne? Cutten ja. Und so. Passt ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall Warcremon jetzt bis zum nächsten Part noch umrüsten. Der braucht auf jeden Fall definitiv andere Skills, weil ihr habt ja gesehen, wir können es nicht auf die KI verlassen. Es geht nicht. Und ja, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch der Part gefallen hat, und auch zu kommentieren, wenn euch was Interessantes zu diesem Part einfällt. Ich weiß es ja nicht. Magnamon war ein sehr interessanter Gegner hier. Ja, definitiv. War stark mit seinem Superkonter. Hat immer auch seinen Angriff geboostet. War jetzt nicht ganz so tanky wie Piedmon. Piedmon war das Schlimmste in diesem Spiel. Piedmon ist so furchtbar gewesen. Der hält einfach zu viel aus. Aber ansonsten, ja. Bedanke ich bei euch fürs Zusehen. Schaut ein paar Trainer rein, da hat er ja schon angesprochen. Läuft SMB3. Demnächst. Genau. Und wenn nicht sogar jetzt schon, ich weiß es nicht. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss, Leute.